willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute für euch einen Wocheneinkauf mit anschließendem Wochenplan. Und zwar haben wir diese Woche bei Picknick bestellt mal wieder, jetzt länger nicht, weil ja, ich immer noch krank bin oder besser gesagt wieder. Es ging mir schon sehr viel besser, habe einen kleinen Rückfall quasi gehabt, war ja auch vorgestern beim Arzt, habe eine Nasennebenhöhlenentzündung und deswegen... Ja, habe ich den Einkauf mal online erledigt. Ja, die Mädels, die sind hier, weil wir jetzt abends haben. Picknick liefert irgendwie nur abends. Die helfen mir ein bisschen. So, dann gib mir mal an. Fangen wir an mit den Frühlingszwiebeln. Da haben wir ja super Erfahrungen schon gemacht bei Picknick. Das sind ja immer so richtig dicke, ist immer so ein richtig dickes Bund. Sagen wir es mal so. Dann haben wir zwei Zucchini, die auch richtig gut aussehen. Dann Rucola-Salat. Ich wollte da leckeren Spaghetti-Salat mit Rucola machen die Tage. Dann habe ich nochmal so eine Tüte Blattsalat-Mix bestellt. Den essen wir ja ziemlich gerne so zwischendurch oder abends. Dann haben wir zwei Salatgurken. Ja, das ist das Gute, wenn man nicht so viel raus kann und man den Einkauf online erledigt, habe ich heute in aller Ruhe den Kühlschrank aufgeräumt, sauber gemacht. Kann ich da alles total geordnet direkt unterbringen. Und habe vor allem auch sofort gesehen, was alles fehlt. Oder dass alles fehlt. Ist nämlich ziemlich leer. Hier nochmal Weintrauben für die Mädels. Die sind bunt. Dann war diese Woche bei Picknick Amecke-Saft im Angebot. Alle möglichen Sorten. O-Saft brauchten wir sowieso. Neues Tomaten-Mozzarella-Salz. Das benutze ich ja gerne, wenn ich mir Tomatensalat mache. Ja, dann habe ich hier diese Bandnudelnester geholt, von Barilla bestellt. Ja, da werde ich auch ein Rezept nachkochen. Dafür braucht man halt diese Nester. Zweimal haltbare Schlagsahne. Dann dieses Butterkekspaket. Das brauche ich auch für ein Rezept. Ein Eisbergsalat. Einmal Krustenschinken. Dann haben wir hier noch ein Paket Pflaumen. Ich habe mal Pflaumen geholt. Die Olivia kennt, glaube ich, gar keine Pflaumen. Ja, dann hatte ich marinierte Nackensteaks bestellt. Ich wollte die Tage nämlich einen Spaghetti-Salat machen und da habe ich gedacht, mache ich dann so marinierte Nackensteaks zu. Die hatte ich bestellt und habe ich heute eine E-Mail bekommen, dass die nicht lieferbar sind. Und dafür haben sie mir Minutensteaks mitgegeben, die ich eigentlich nicht verwenden kann. Ja, die werde ich jetzt dann mal einfrieren. Bei Picknick ist das so, die tauschen dann das Produkt aus. Und schreiben aber den Betrag auch noch gut. Also bezahlt man für das Ersatzprodukt nichts. Ich habe hier noch diese Geflügelfleischwurst bestellt. Die Kinder, die essen ganz gerne mal Fleischwurst. Ich mag diese Fleischwurst gar nicht aus dem Supermarkt. Dann habe ich hier zwei so kleine Zwiebelmettwürstchen. Da mache ich gleich Abendbrot für die Kids. Dann habe ich hier so ein Vital- und Fitbrot. Grillschinken. Eigentlich sollte es Kochschinken sein, meine ich. Den brauche ich nämlich für ein Rezept, aber den kann ich ja auch nehmen. Ist ja egal. Dann habe ich hier mal ein Glas Gewürzgurken. Ist mir aufgefallen, dass wir überhaupt gar keine Gewürzgurken haben. Dann habe ich hier von Maika Geflügelwürstchen, Bockwürstchen. Dann habe ich einmal diese Cherrytomaten bestellt. Einen Riesensack Möhren habe ich bestellt. Ich wollte auch mal wieder unseren geliebten Möhrenkuchen machen. Habe ich jetzt ewig nicht. Laugenstangen zum Aufbacken mal geholt. Die sind irgendwie mit Salzbutter. Und ein Kräuterbaguette. Ja, dann habe ich zwei Spaghetti-Kürbisse geholt. Habe ich zufällig gesehen, dass es die bei Picknick gibt. Habe ich nämlich im Internet ein Rezept gesehen. Die heißen ja Spaghetti-Kürbis. Glaube ich zumindest, dass sie deswegen so heißen. Weil die von innen, also dieses Fleisch da drin, Fruchtfleisch, aussieht wie Spaghetti. Da habe ich ein Spaghetti-Carbonara-Rezept ohne Spaghetti, mit Spaghetti-Kürbis halt. Das wollte ich nachkochen. Ein Riesensack Äpfel, weil wir im Moment echt viele Äpfel, durch meine Krankheit halt auch, esse ich viel Obst. Dann habe ich hier eine Tüte Pinienkerne, drei rote Zwiebeln, Zitronenschale, diese Löffelbiskuit-Kekse. Mit den Löffelbiskuit, den Butterkeksen und der geriebenen Zitronenschale mache ich einen Kuchen ohne Backen. Puderzucker brauche ich da auch für, so viel nicht, aber da habe ich immer gerne ein bisschen Reserve da. Jetzt geht das ja los, dass die Kinder öfter mal Plätzchen backen wollen. Schafskäse, den brauchen wir auch für irgendwas, ich weiß gerade gar nicht. Mini-Mozzarella-Kugel nochmal. Dann haben wir einmal hier Grana Padano, Parmesan-Käse. Ich kann gerade nicht drauf. Geriebenen. Drei Mini-Dosen Mais. Und noch ein Toastbrot. Ganz einfachen Frischkäse zum Kochen. Speisequark.
Bin gleich gespannt, wenn ich mit euch den Wochenplan durchgehe. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was da alles draufsteht. Einmal hier gemischte Käseaufschnittplatte, Bananen, Paprikamix. Paprikamix, das finde ich ja echt verblüffend, wie da die Preise immer variieren. Der war jetzt wieder so billig, kann man schon billig sagen, 99 Cent glaube ich. Zweimal körnigen Frischkäse, ja lustig, ich habe nämlich heute endlich den Low Carb Flammkuchen gemacht. Der war schon so lange auf der Liste und so lange, dass der körnige Frischkäse jetzt leider schon abgelaufen war und der war leider auch nicht mehr gut. Ja, das war es auch schon. Das war der Einkauf. Eigentlich nur Kleinzeug, aber ziemlich viel. Bezahlt habe ich jetzt ungefähr 68 Euro, wobei die Nackensteaks da jetzt noch mit dabei sind. Die werden ja dann wieder abgezogen. Gut, dann kommen wir zum Wochenplan. Und zwar habe ich jetzt vom alten Wochenplan noch den Fisch über. Ich hatte ja so ein Schlemmerfilet geholt, sowas in der Art. Ein bisschen, also nicht diese Fännchen, sondern was anderes. Und für die Kinder diese Fischnuggets mit Reis und mit Salat wollte ich jetzt morgen machen. Ja, dann stehen immer noch aus die Rouladen mit Klößen. Habe ich immer noch nicht besorgt. Jetzt bin ich auch wieder so krank und habe jetzt auch deswegen keine Lust, nochmal wegen Rouladen zu gucken. Bei Picknick wollte ich jetzt keine Rouladen bestellen. Habe ich jetzt eigentlich für übermorgen eingetragen, aber also für Freitag lassen wir jetzt erstmal so stehen. Mal gucken, vielleicht geht der Patrick noch besorgen oder wir machen es dann am Wochenende. Ja, Samstag wollte ich dann die Nackensteaks machen mit bunten Nudelsalat. Den bunten Nudelsalat habe ich aus dem Rezeptheft, was beim Nicer Dicer dabei war von Genius. Da gilt auch mein Code immer noch. Das sind wir 10. Da könnt ihr noch 10% sparen, wenn euch das interessiert. Sonntag wollte ich dann Nudelnester mit Tomaten-Sahnesoße machen. Das Rezept hatte ich bei Instagram gesehen, hat mich interessiert. Vor allem, weil es auch fleischlos ist. Ich versuche ja immer irgendwie fleischloser zu werden, aber ja, klappt noch nicht so ganz. Montag gibt es dann Thunfisch-Möhrensalat. Dazu habe ich hier dieses Kräuterbaguette gedacht. Dienstag wollte ich Fried Rice machen. Da kochen wir den Reis, braten den an mit Ei und ja, da kann man reinmachen, was man möchte noch. Wollte da mal ein paar Möhren reinschnibbeln. Patrick macht da gerne Bockwürstchen rein, deswegen hatte ich auch die Bockwürstchen bestellt. Ich merke auch gerade, Mittwoch steht jetzt der Spaghetti-Kürbis drauf. Der ist ja jetzt schon hier, also den werde ich jetzt am Wochenende machen, spätestens, dass der dann auch wegkommt. Wie gesagt, da habe ich das Rezept auch im Internet gesehen, ich glaube auch bei Instagram. Das hieß ja Spaghetti Carbonara, ganz genau weiß ich es jetzt nicht, aber ihr werdet es ja sehen in meinem Food Diary, könnt mich da auch gerne noch nach dem Rezept fragen oder auch jetzt hier drunter, dann muss ich das nur raussuchen. Ja, und diesen Kuchen, den man nicht backt, da habe ich gesehen, das waren Löffelbiskuits geschichtet. Und immer eine Reihe Löffelbiskuits, eine Reihe Butterkekse hochgestellt. Dadurch sind dann so kleine Nischen entstanden und da wurde dann Vanillepudding selber gekocht und der wurde da reingeschüttet. Ging das in den Kühlschrank 2 Stunden, dann wurde das richtig schön hart, also fest. Und dann wurde Sahne steif geschlagen mit Puderzucker und dann wurde das da drüber gerieben und dann kam dann noch die Zitronenschale drüber. Und dann war das quasi ein Kuchen ohne Backen. Sah richtig lecker aus, stelle ich mir auch richtig lecker vor, wenn die Kekse aufweichen, dass das dann wie so ein Kuchenboden ist. Weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt einfach drunter geschrieben, weiß ich nicht, wann ich den mache. Vielleicht mache ich den sogar morgen früh schon, weil ich da irgendwie total neugierig bin. Und jetzt sind die Sachen ja da, dann möchte ich das auch schnell machen und schnell probieren. Das war mein Wocheneinkauf, mein Wochenplan. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und vielleicht den einen oder anderen schon inspiriert, sich bei Picknick anzumelden. Ich hatte mich nach dem letzten Mal mal informiert und die gibt es tatsächlich nicht überall oder noch nicht, sagen wir mal so. Die sind ja auch noch ziemlich neu. Ich bin aber begeistert. Ich gehe nach wie vor trotzdem auch gerne selber einkaufen, gucke mir selber Sachen an. Die Weintrauben und die Tomaten jetzt diesmal zum Beispiel hätte ich jetzt so nicht gekauft, von der Optik her. Aber vielleicht schmecken sie ja trotzdem, ist ja auch eigentlich egal. Ja, aber wie gesagt, ich bin krank und hatte deswegen keine Lust oder besser gesagt, ich wollte auch nicht. Ich bin zwar schon doppelt und dreifach getestet und negativ, aber ich muss ja trotzdem nicht meine Bazillen draußen rumschleudern und wollte deswegen jetzt auch nicht unnötig. Ich bringe die Kinder weg und hole die ab und dann war es das auch im Moment. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ja, schreibt mir gerne Kommentare. Ihr könnt mich auch gerne immer mal inspirieren für neue Rezepte. Oder wenn ihr noch nicht Abonnenten seid, dann abonniert gerne meinen Kanal. Abonniert mich bei Instagram, da würde ich mich auch total freuen. Da habe ich noch nicht so viele Abonnenten. Da wäre ich gerne ein bisschen aktiver, aber irgendwie lohnt sich das noch nicht so, habe ich das Gefühl. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!